TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, ich bin Sabrina. Herzlich willkommen bei Frieden Total. Heute feiern wir den Weltfrauentag nach. Wir haben den ESC-Vorentscheid analysiert und wir spielen Blamieren oder Kassieren. Hier ist Ihr Friedensdeutscher Sebastian Kupfer! Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Total! Yeah! Was für eine Stimmung! Das finde ich großartig. Das finde ich großartig. Komm, Leute. Wir müssen weitermachen. Ich finde das wirklich großartig, gerade hier auch diesen Zusammenhalt, den spüre ich ja, ne? Diesen Zusammenhalt gegen Putin, wie wir hier so stehen. Ach komm, gebt euch noch mal selber einen Applaus, weil ihr so toll seid. Das habt ihr euch verdient, wirklich wahr. Wirklich. So, jetzt auch gut. Zusammenhalt ist wichtig und auch Zeichen setzen. Das ist auch extrem wichtig und da finde ich sehr, sehr gut, denn ein berühmtes Pariser Wachsfigurenkabinett hat jetzt Putin aus seiner Puppensammlung entfernt. Und das sieht dann ungefähr so aus. Alors, c'est la première fois à Grévin qu'on retire un personnage comme ça, aussi rapidement, pour des questions d'événements historiques, immédiats. Voilà, mais la cire sera préservée, hein, il ne va pas être fondu, même si c'est de la cire. Wenn es doch so einfach wäre! Ah. Ich muss sagen, der echte Putin sieht unechter aus als der Wachs-Putin, oder? Und er sieht freundlicher aus. Und als ich gesehen habe, wie die den Kopf abgeschraubt haben, da dachte ich wirklich, Mensch, warum war das nicht der echte? Das wäre mal schön, wenn es so einfach wäre. Komm, da haben wir doch einen hier, oder? Was soll man dazu sagen? Kopf ab. Ja. Ja, ja. Ich persönlich mache mir aber Sorgen, wenn man bei Putin den Kopf abnimmt, dass da drunter noch ein kleinerer Kopf ist. Wissen Sie? Wie bei dieser Puppe. Wenn du den wegnimmst, kommt noch ein kleinerer Kopf, dann noch kleinerer Kopf, noch ein kleinerer Kopf. Und irgendwann ist der Kopf so klein wie sein Penis. Wobei, das kann eigentlich nicht sein. So klein kann kein Kopf sein. Gut, die Propaganda macht in Russland auch nicht vor den Kleinsten Halt. Onkel Putin, wie ihn die Kinder nennen müssen, zwingt die Kleinen, den großen Diktator zu malen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Lehrer organisieren, angeblich aus freien Stücken, Putin-Malwettbewerbe. Die Kinder machen begeistert mit. Fakt ist, russische Kinder hatten keinen anderen Präsidenten als Putin. Das macht sich der Machthaber zunutze. Ja, so funktioniert Gehirnwäsche. Schöner kleiner Nebeneffekt, die Gewinner des Malwettbewerbs bekommen übrigens ein Familienmitglied zurück aus dem Arbeitslager. So human. Ich bin ja ganz, ganz großer Malwettbewerb-Fan, also falls das noch keiner weiß. Also ich liebe Malwettbewerbe und da habe ich mir gedacht, hör mal, wenn Putin so einen Malwettbewerb ausruft, dann muss ich doch mitmachen. Hi, my little friends. This is another edition of Bob Ross. Und das bin ich. Let's see. I would like to go out into the woods. Let's take some Baerbock Green and see where it lives. Maybe on a little Rasen? Go wild with the color. Go wild. Ooh,
There's a little tree. For a tree, we need Dictator Shitty Brown. And there lives a little tree. Ooh, listen. There's a Friedenstaube. Let's go and take the titanium white. Ordentlich white. Ordentlich. And let it fly. Let it fly above the asshole dictator mit seinem nackten Oberkörper. Fly, little dove, fly. Ooh. Die Taube had something terrible to eat yesterday. Oh, her Bauch hurts. Is there a little Durchfall coming out of the Taube? Let's go for some Dictator Shitty Brown and see what happens. Ooh, the Taube has shitted on the Dictator. Huh? Let's see, there's another poop coming out. Ooh, nasty little Taube. Let's see. A little AfD blue for the sky. For the Himmel, as we say. Ooh, the Taube needs to shit again. Ah, oh, mitten on the Dictator. What an unluck. Okay, what else do we need? Maybe the pants a little schwarzer. And, yeah. I think the picture is absolutely ready. That was it today. See you next week, when it heißt, let's pee on the Dictator. Take care and always paint. Ganz liebe Grüße an Bob Ross. Ich fand, der sah ein bisschen aus wie Marco Rose. Fandst du nicht auch? Ja, ja, die sehen sich schon sehr ähnlich, ne? Muss man sagen. Die Haare noch ein bisschen weg. Das ist übrigens das schöne Bild. Ich glaube, wir überlegen uns, vielleicht versteigern wir das online, irgendwie bei ProSieben oder sonst noch was. Und dann machen wir es einfach so, alles, was wir dadurch einnehmen, das schicken wir in Richtung Ukraine als Hilfe. Was haltet ihr davon? Also, online gehen. Online gehen. Meine Damen und Herren, der Krieg ist tragisch. Die Menschen versuchen, aus den großen Städten zu fliehen. Und die Informationen überschlagen sich. Trotzdem gibt es dann auch sehr besondere Situationen. Denn eine britische Reporterin schafft es, in all dem Chaos einen von diesen Menschen zu erwischen, der die Absurdität des Menschseins in nur wenigen Sätzen verdeutlicht. Sag mir schnell, ob es dir gut geht. Mir geht's gut. Und wie viele Menschen sind daran eingesperrt? Legal. 420. Amerikanisch? Britisch. Britisch. Wie viele mehr? Ist Cannabis in Großbritannien legal? Wie bitte? Ist Cannabis in Großbritannien legal? Ich weiß nicht, ob Cannabis lizenziert ist. Ich bin froh, dass das alles ist, woran du denkst. Kinder, sofort an dieser Stelle. Finger weg von den Drogen. Für alle anderen aber, genauso wie für mich, ich frage mich die ganze Zeit, was für Zeug hat der? Ich will das auch. Also wenn du so gut drauf bist in so einer Situation...